Meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Zum ersten Mal Minecraft hier. Ich habe das noch nie gespielt auf YouTube und heute gehen wir in die erste Runde rein. Beziehungsweise wir erstellen uns die erste neue Welt und nennen sie einfach Neue Welt. Spielmodus Überleben, Schwierigkeit normal. Weil wir sind ja alle normal, oder? Ich hoffe, ihr seid auch normal. Cheats erlaubt, aus. Perfekt, wir erstellen die Welt. Und da sind wir schon auf einer zufallsgenerierten Welt und... Wir sind irgendwo gelandet, im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich würde mal sagen, wir sind hier in einem Dschungel so. Oh mein Gott, mein Wecker läutet. Warum läutet mein Wecker? Weg mit dem Wecker. Ah, Dschungelbiom. Das ist schön. Ich finde, Dschungelbiom ist eines der schönsten Biome, die es gibt. Wir werden uns direkt erstmal Holz hier sneaken. Weil wie ich damals noch weiß, damals habe ich ja Minecraft ein bisschen gespielt hier auf dem Handy. Ja moin, ich habe erstmal abgebrochen hier, das Abbauen. Habe ich mir gedacht, lass mal das Ganze anzocken am Computer. Und ich habe das ewig nicht mehr gespielt. By the way, eine neue Version. Ich glaube 1.20.4 spiele ich gerade. Und wir werden uns hier an der Stelle direkt mal ein paar Bretter machen, damit wir uns einen Crafting Table erstellen können. Und ich glaube, das ist so gegangen. Jawohl, ich weiß noch, wie das Ganze geht. Den platzieren wir und wir machen uns erstmal ein paar Stöcke. Und als erstes natürlich eine Pickaxe, damit wir direkt mal ausgerüstet sind. Mit der Pickaxe werde ich mal direkt ein bisschen Stein abpacken, damit wir auch noch direkt die Steinwerkzeuge machen können, weil wir wollen doch nicht wie so ein kleiner Blepp mit Holz rumlaufen. Bruder, ich meine, wenn wir schon Stein hier haben, dann baue ich das gerne ab und verwende das natürlich direkt für meine Steinspitzhacke, die wir uns gleich craften werden. Und let's go. Hier, zack und zack. Und wir haben unsere erste Steinspitzhacke und können uns gleich ein paar mehr Steinwerkzeuge machen und darüber hinaus auch noch einen Ofen. Ein paar Stöcke werden wir natürlich auch noch brauchen. Wir werden uns eine Axt machen, damit wir uns schneller Holz kommen. Ein paar mehr Äxte. Äxte. Ist das die... Mehr Hilfe, Äxte, Digga. Was ist die Mehrzahl von Axt? Äxte, oder? Also wenn man hier drei Äxte macht, dann ist das nicht schlecht. Und ganz wichtig, natürlich ein Schwert, weil wir wollen natürlich auch noch ein paar Tiere umbringen und nachher natürlich auch andere Kreaturen umbringen. Wir leben brutal und nicht vegan. So, das Ganze sortieren wir uns jetzt und... Wir gönnen uns natürlich den Crafting Table. Wir gehen weiter. Mal sehen, was wir so finden in der neuen generierten Welt. Hier drüben brennt es einfach. Warum brennt es? Oh, hier ist ein Lavasee. Ja, habe ich nicht gewusst, dass hier einfach Sachen anfangen können zu brennen. Wenn hier ein Waldbrand ist, wird wahrscheinlich die ganze Bude hier abbrennen. Ja, ich bin gerade neu auf die Welt gejoint und das Ganze brennt hier schon. Aber gut, lassen wir der Natur den freien Lauf. Wir werden hier... Das Game ist abgestürzt. Ich habe einfach gerade das Spiel neu gestartet und spawn einfach irgendwo und sterb. Warum? Was ist denn das? Lieblings-GG wurde lebendig gegraben. Sprachen lernen, Bubble. Keine Ahnung, wo ich gespawnt bin. Wieder mal wahrscheinlich, wo ich auch früher gespawnt bin. Wir müssen wieder von vorn anfangen. Wir holen uns wieder mal Holz. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz. Dies, das, Ananas. Wir werden das Ganze natürlich wieder weiter produzieren zu Eichen, Stöcke, Bretter und... Dann holen wir uns den Crafting Table. Und der Crafting Table dient uns, um eine Spitzhacke hier zu machen. Die brauchen wir natürlich ganz wichtig, weil wir wollen den Stein natürlich mitnehmen. Wir wollen nicht mit irgendwelchen Holzwerkzeugen rumrennen. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt, das Spiel. Keine Ahnung, damals, wo ich 11 war, habe ich so am Handy gespielt. Minecraft, dies, das. Und ja. Au, ich bin im Nirgendwo wieder gelandet beim zweiten Mal, dass das Spiel abgestürzt ist. Und GG, wir sind wieder zurück in unserer Welt. Und diesmal habe ich die Shader ausgestellt. Wollte eigentlich die richtig schöne Grafik haben, aber das funktioniert nicht. Ich hoffe, jetzt stürzt das Spiel nicht mehr ab. 6,5 Stunden später. So, wir schauen uns die Welt an. Und wir sind wirklich auf einer schönen Welt gelandet. Hier mit bisschen Dschungel. Und hier geht es wieder los mit ein paar Eichen. Und ich brauche erstmal irgendwas zum Essen. Da muss ich jetzt erstmal ein paar Tiere suchen, weil wir müssen natürlich Tiere killen. Wir sind... brutal und nicht vegan, merkt euch das. Deswegen suche ich mir erstmal ein paar Tiere, damit ich zu essen bekomme, weil meine Essenspunkte hier unten gehen auch schon langsam weg, was nicht so geil ist. Und lustigerweise ist hier weit und breit kein Tier zu sehen, nirgends irgendjemand am Start, kein Tier, gar nichts. Das war's komplett mit den Tieren. Schade, dass ich die Tiere nicht finden kann, beziehungsweise keine Tiere sehen kann. Hätte ich gedacht, ich würde jetzt irgendwas finden, aber hier ist irgendwie alles komplett leer. Egal, wir gehen weiter und suchen uns... Ja moin, ich sterbe ja direkt. Achso, ich bin jetzt mal zwei Herzen, habe ich jetzt weniger als normal, was richtig nicht so gut ist. Irgendwo gibt es doch wohl Tiere, aber oh, wir haben ein Dorf gefunden. Wir haben einfach ein Dorf gefunden und das direkt zu Beginn von dieser Minecraft-Runde. Naja, zu Beginn nach zwei Abstürzen von diesem Game. Aber gut, wir haben ein paar Kürbisse. Die Kürbisse nehmen wir natürlich gerne mit. Ich glaube, die kann man auch essen. Nee, die kann man nicht essen, okay, keine Ahnung, ich habe mich da ein bisschen getäuscht. Und warum baue ich die eigentlich mit einem Schwert ab? Ich muss die, glaube ich, mit einer Axt abbauen. Dann geht's viel schneller. Perfekt, ein Dorf direkt gefunden, ein bisschen kleines Dorf, nicht so das größte Dorf. Aber wir werden das direkt mal plündern und klauen uns mal die ganzen Materialien hier. Ach, ja, wir holen uns natürlich die ganzen Weizendinger. Und hier ist die Tür offen. Aber ich habe noch keinen einzigen Dorfbewohner gesehen. Hier ist wirklich tote Hose, kein Dorfbewohner, niemand da. Hier ist echt
Niemand, ne? Schauen wir hier rein. Was ist da drin? Gar niemand. Ey, ey, wo sind die ganzen Leute? Ich bin hier in einem Dorf und es gibt keine Dorfbewohner. Ist das möglich? Ist das einfach unbewohnt oder was? Hier ist auch keiner. Mal sehen, ob hier einer drin ist. Hallo, guten Morgen. Oh, natürlich klaue ich die ganzen Sachen, was in der Kiste sind. Ganz wichtig, das macht man immer. Und gönn uns das Brot natürlich. Ich muss ein bisschen Brot backen hier. Ich glaube, das kann man relativ gut mit ein bisschen Weizen machen, beziehungsweise mit einer Weizenfarm. Und ich habe ja ein bisschen Weizen im Inventar schon bereits gefunden. Geklaut natürlich. Aber gut, wir schauen uns an. Vielleicht hat ja jemand schon hier eine Farm gebaut. Hier unten sind ein paar Weizenblöcke, die können wir auch direkt mitnehmen. Und hier drüben ist eine Farm. Perfekt. Die plündern wir auch noch direkt. Hier ist kein Schwein. Wirklich, es ist kein Dorfbewohner da. Ich habe keine Ahnung, ob das normal ist, dass hier keiner ist. Weil es sind komischerweise auch keine Tiere hier. Was war das gerade? Ich glaube, eine Kartoffel, oder? Jawohl! Und die Kartoffeln kann man, glaube ich, auch backen im Ofen. Aber dann kann man sie auch nicht mehr anpflanzen. Deswegen... Okay, ich glaube, die sollte ich, glaube ich, da lassen. Ich wollte ein bisschen Weizen farmen hier. Hallo. Ich kann das nicht mal platzieren. Ich dachte... Ach, Weizen... Hä? Wie macht man Weizen? So, ne? Mit Grashalmen. Okay, perfekt. Das wusste ich jetzt auch nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt. Ach, Kürbisse nehmen wir natürlich auch mit. Und vielleicht finden wir auch irgendwo hier Dorfbewohner. Aber hier ist wirklich keine Sau. Keines... Niemand da! Bruder, wo sind die ganzen Leute hin? Was soll denn das? Hier ist Tür offen. Hier sind 1000 Sachen. Ich klaue natürlich die ganzen Brote, das ganze Equipment von den Leuten. Aber hier ist wirklich keiner da. Das gönnen wir uns natürlich auch noch. Und mit was baut man das direkt am besten ab? Ich glaube, mit dem Schwert. Keine Ahnung. Oder einfach so mit der Hand baut man das am besten ab. Und aus diesen Weizenblöcken, die was ich abbaue, kann ich, glaube ich, ganz normales Weizen machen. Und darüber hinaus auch noch ein bisschen Brot. Was natürlich nicht schlecht ist zum Überleben. Und die Weizenblöcke werde ich natürlich auch noch direkt auflösen. Wie geht das? Ich glaube, man muss den Crafting Table hier platzieren. Oh mein Gott, jetzt habe ich das in die falsche Hand getan. Crafting Table und dann hauen wir uns ein paar Weizendinger raus. Und mit diesen Weizen können wir uns, glaube ich, auch Brot craften, oder? Wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das, aber ich bin, glaube ich, zu blöd dafür. Deswegen gehen wir in das Buch hinein und schauen uns rein. Brot. Ach, Brot. Da haben wir es ja. Jawohl. Und das geht mit 3 Weizenstücke. Und ich möchte natürlich nicht nur eins, sondern ich möchte mehrere Brote haben. Ein verlassenes Dorf habe ich wirklich noch nie gesehen in Minecraft. Keine Ahnung. Ist das normal? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht. Da drüben haben wir uns direkt schon mal ein Höhlensystem gefunden und hier sind die ersten Tiere. Perfekt. Du stirbst jetzt erstmal hier. Zack, tot. Du stirbst auch. Jawohl. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja auch so eine Basis oder was? Ich glaube, das ist diese Basis von diesen bösen Dorfbewohnern und vielleicht haben die bösen Dorfbewohner die guten Dorfbewohner übernommen und sie haben die alle getötet. Und das kann gut sein. Vielleicht gehört diese Basis den bösen Dorfbewohnern oder wie nennen sich die Leute bösen Dorfbewohner? Illager oder sowas in der Art? Keine Ahnung. Yo, chill mal, liebe Kuh. Ja, du bekommst von mir ein Geschenk. Aber nur, wenn du mit der Kuh hier rummachst. Mach rum. Los. Perfekt. Sie haben es geschafft und wir werden uns ein Bett holen. Ach, ich habe genau ein Block zu wenig Wolle. Ich glaube, ich werde jetzt direkt rüberrennen zum Dorf, bevor hier Nacht wird, weil sonst spawnen hier die Monster und ich bin wirklich auf einer offenen Wiese umgeben von ganz vielen Zombies und deswegen muss ich jetzt sofort wieder zurückgehen zum Dorf, um mir irgendwie einen Schlafplatz zu verschaffen, weil drüben gibt es ja genug Betten, was wir auch mitnehmen können, dann auch später, damit wir uns woanders hinbegeben können und deswegen würde ich sagen, ich schlafe mal direkt, damit wir in diesem Sinne, bis morgen wieder aufstehen. Meine Damen und Herren, das ist gewesen von meinem ersten Minecraft-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich nächstes Mal verbessern soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.